Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu dieser Schiffseinweisung hier auf dem Seekrautskanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Paolo Emilio, sie kommt und zwar für 43.000 Forschungspunkte wird World of Warships sie mit Update 099 in die Waffenkammer setzen und ihr erhaltet einen besonderen T9 italienischen Zerstörer, der ja wirklich lange als Testschiff unterwegs war und sehr, sehr viel Veränderungen erfahren hat. Die grundlegende Charakteristik hat sich wirklich komplett überarbeitet und wir wollen euch heute die finalen Werte hier vorstellen. Lasst euch bitte nicht irritieren, an der Seite steht gleich noch Testschiff, aber ich weiß schon, dass das jetzt hier final ist, was ich euch zeigen darf. Entworfen wurde das Schiff 1936 und gilt als Weiterentwicklung der Capitani Romani-Klasse. Die Klasse ist dadurch bekannt geworden, dass sie eben so eine Mischung zwischen besonders großen Zerstörer oder sehr, sehr leichten Kreuzer war. Und das hat World of Warships hier auch bei den Werten im Spiel meiner Meinung nach so ein bisschen umgesetzt. Die gilt als Antwort auf die Lefantas und die Mogador. Ja, die Italiener und die Franzosen haben ja konkurriert im Mittelmeer. Und ja, aber die Paolo Emilio wurde dann überflüssig, als der Fortschritt des Krieges nämlich sich abzeichnete und damit die Franzosen dann Einfluss verloren haben. Und ja, dadurch war dann auch die Paolo Emilio plötzlich überflüssig und sie wurde dann, obwohl sie laut Wikipedia schon auf Kiel gelegt war, dann doch abgebrochen und verschrottet. Wie hat World of Warships jetzt die Paolo Emilio hier ins Spiel gebracht? Wir gucken uns zuerst einmal die Panzerung an. Und die sieht so aus. Wir haben hier vorne 19 mm, da haben wir auch 19, hinten 19. Das ist also quasi das, was auf jedem Zerstörer auf der Stufe hier auf jeden Fall üblich ist. Dann haben wir hier auf den Aufbauten 13 mm, hier bei den Geschützen 60 respektive 30 mm. Die sind auf jeden Fall mal stärker geschützt als sonst, finde ich jedenfalls. Und wir haben hier an der Seite einen Bereich, der 60 mm gepanzert ist und es damit auch in die Lage bringt, größeres Kaliber im Optimalfall sogar abprallen zu lassen. Es ist aber keine Zitadelle, ne? Also nicht, dass ihr denkt, da ist jetzt eine Zitadelle hinter. Das gibt es bei Zerstörern nicht. Das ist hier am Ende ein Schiffsmittelteil. Wir gucken jetzt mal vorne noch rein. Hier ist der Mittelteil, das innere Schott, wie das so schön heißt. Hier 20, 25, 16 mm gepanzert. Und hier hinten haben wir dann 25, 20 und auch 16. Sieht ganz genauso aus. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was man zu sagen kann. Ihr solltet wie immer als Zerstörer SAP und HE-Beschuss auf jeden Fall ganz groß vermeiden. Und selbst AP kann ja für euch teilweise noch gefährlich werden, wenn es eben ganz nah passiert hat, die halt die Granate durch Wasserberührung aktiviert wird. Ne? Aber das ist ja klar. Ne? Ihr seid ja erfahrene Zerstörerfahrer. Ist auf jeden Fall ein herausforderndes Schiff, was aber einen sehr interessanten, erfrischenden Spielstil so an den Tag legt. Ich schicke euch jetzt ins Gameplay und wir werden nebenbei die Werte mal so ein bisschen vergleichen und einsortieren. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass diese Werte, die wir jetzt hier eingeblendet sehen, geskillte Werte sind. Ich werde im Laufe der Vorstellung hier auch immer wieder auf die Standardwerte des Schiffes eingehen und die ins Verhältnis setzen mit anderen Zerstörern auf der gleichen Stufe. Aber ich möchte nur, dass ihr da auf jeden Fall das im Hinterkopf behaltet. Ne? Die Werte erreicht ihr, wenn ihr mein Bild nachbauen solltet. Bei den Trefferpunkten haben wir hier 27.550. Das sind natürlich die meisten Trefferpunkte auf der Stufe 9. Und auch ohne die Verbesserung mit dem Experten der Überlebensfähigkeit seid ihr ganz, ganz vorne. Weiter geht's dann eben schon mit der Hauptbatterie. Wir haben hier 8,5 Sekunden Ladezeit geskillt. Ungeskillt haben wir hier über 10,5 Sekunden Ladezeit. Das ist natürlich die langsamste Ladezeit für Geschütze auf der Stufe 9 bei einem Zerstörer. Die Dauer der 180-Grad-Kehre 16,1 Sekunden. Und wir haben jetzt hier HE und SAP-Granaten dabei und das ist wirklich was Besonderes. Wir haben hier die drittstärkste HE-Granate im Spiel bei Zerstörern und machen hier 1950 Alpha-Damage, 9% ist die Standardbrandwahrscheinlichkeit, ich habe hier die beiden Signalflaggen drauf, erreiche 10%, der Sprengmeister ist hier nicht geskillt, macht auch keinen Sinn, ich erzähle euch gleich warum, würden wir sonst auf 12% kommen. Die Durchschlagskraft der HE-Granate 23 mm, ja wie gesagt, für die Aufbauten aller Schiffe reicht es, für manche Kreuzer reicht es und für die Zerstörer sowieso. Aber wenn ihr gegen solche Schiffe kämpft, ist meistens die SAP eine sehr, sehr gute Wahl. Denn das ist die alternative Granatenversion hier. Wir haben 38 mm Pen. Das heißt, ihr könnt sämtliche Zerstörer, sämtliche Kreuzer, sämtliche Schlachtschiffe an vorne
am vorderen Bereich und am Ende penetrieren, sowie auf allen Brückenaufbauten und bei Zerstörern sowieso überall. Ja, 38 mm ist so stark, dass ihr selbst amerikanische Schlachtschiffe durchs Deck penetrieren könnt mit den SAP-Granaten. Da sind dann nur so Schiffe wie die deutschen Schlachtschiffe oder wie russische Schlachtschiffe zum Beispiel, eben Schiffe, die schwer, die halt nicht zu penetrieren sind, zumindest durchs Deck nicht. Da müsst ihr dann halt die Aufbauten treffen oder halt Front und Ende der Schiffe. Ist aber wirklich stark. Ihr habt 3050 Alpha Damage pro Granate. 8 Mumpeln davon habt ihr in der Luft im Optimalfall und könnt dann wirklich einen ordentlichen Damage eben raushauen. Die ganzen Granaten fliegen 11,3 Kilometer weit. Das ist jetzt nicht sonderlich weit. Das hat aber auch manchmal Vorteile, gerade weil ihr dann nämlich nicht so weit zu entdecken seid, weil ihr ja maximal nur so weit entdeckbar seid, wie ihr auch schießen könnt in diesem Spiel, was wir hier zusammen spielen. 875 Meter die Sekunde, Mindestgeschwindigkeiten für beide Granatentypen ist auf jeden Fall von Vorteil, dass ihr euch nicht umgewöhnen müsst, wie bei manchen anderen Nationen, wo die Granaten unterschiedlich schnell fliegen. Ja, Ladezeit ist natürlich ein Manko, muss man ganz klar sagen, aber der Schaden, den ihr damit raushauen könnt, Salven von 4000 oder 6000 auf dem Zerstörer sind durchaus möglich, ja, muss man ganz ehrlich sagen, macht es einfach erforderlich. Aus meiner Sicht ist es zwar erstmal dieser reine Wert abschreckend, aber im Spiel ist das eigentlich sogar gar nicht so unangenehm, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Und ihr schießt relativ genau, muss man auch sagen. Sigma-Wert 2.0, 93 Meter Streuung ist hier angesagt. Also, wenn ihr richtig zielt, könnt ihr richtig Damage rauskloppen, egal auf welchem Schiffstyp. Weiter geht's dann schon mit unseren Torpedos. Denn wir haben hier 3 Werfer A4 Rohre dabei. Und das sind 533 mm Torpedos. Nachladezeit 120 Sekunden, also 2 Minuten. Die ist ungeskillt, die Ladezeit. Die habe ich hier nicht verbessert, erzähle ich euch gleich warum. Und wir haben hier einen fantastischen Höchstschaden von Yugumo-Torps sozusagen. 24, fast 24k pro Torpedo. Die Torpedoreichweite, das ist jetzt ein Manko. Und gleichzeitig eigentlich eine coole Option. Die geht nur 6 Kilometer und ihr seid mit den Torpedos 1,7 Kilometer sichtbar. Wie benutzt man diese Torpedos jetzt? Ihr seht schon selbst, die Erkennbarkeit zu Wasser bei diesem Zerstörer ist 7,1 Kilometer und das ist voll auf Tarnung geskillt. Diesen Zerstörer befährt man ganz speziell. Ihr habt hier nämlich einen besonderen Nebel und einen besonderen Motorboost. Und diesen benutzt ihr in Kombination aus, um getarnt, also nicht sichtbar, euch an Schlachtschiffe ranzufahren, in den Bereich von 6 Kilometer eure Torpedos abzusetzen und dann eben aus dieser Gefahrenzone euch wieder zu verschwinden, bevor ihr wieder aufgeht, also bevor der Nebel verbraucht ist. Und das funktioniert eigentlich ganz angenehm. Der Gegner wird sich mit der Zeit dran gewöhnen. Man muss natürlich das taktisch clever einsetzen, aber bei der Höchstgeschwindigkeit, die ihr hier erreicht, mit Motorboost von über 55 Knoten, kann er sich fast nicht gegen wehren. Und vergesst nicht, es kommen demnächst amerikanische Schlachtschiffe ins Spiel, die ja weniger als die Hälfte der Geschwindigkeit fahren, die ihr mit eurem Zerstörer fahren könnt. Das muss man einfach sagen. Ihr seht es ja auch im Gameplay, den Spielstil dieses Schiffs. 67 Knoten sind die Torpedos dann schnell. Das ist ein ganz ordentlicher Wert, muss man ganz ehrlich sagen. Also den könnte man sogar noch skillen, wenn man die Zielsystemmodifikation nicht benutzt und dann die Torpedowerfermodifikation in Slot 3 einsetzt. Dann kommt man auf 70 Knoten, wenn man denn möchte. Bei der Flugabwehr, da sind wir jetzt angelangt. Da kann man ehrlicherweise sagen, die solltet ihr so gut wie vergessen. Nur mal als Support eventuell mit einschalten, wenn sowieso noch viele Kreuzer mit in der Nähe sind oder so. 110 kontinuierlicher Schaden gilt. Wir haben hier 4,6 Kilometer, die wir überhaupt nur schießen können. Wir gehen selber 3 Kilometer weit auf, wenn ihr aus der Luft eben gespottet werden solltet. Dann haben wir hier die Manövrierbarkeit. Höchstgeschwindigkeit 45,7 Knoten. Mit Sierra Mike Flagge. Wie gesagt, mit dem Motorboost zusammen über 55 Knoten schnell. Ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Und ich glaube, damit seid ihr sogar schneller als die französischen Schiffe, wenn ihr den Motorboost mit benutzt. Sonst seid ihr gleich auf von der Geschwindigkeit her. Wendekreisradius 810 Meter ist der schlechteste Wendekreisradius für Zerstörer auf T9. Und auch die Ruderstellzeit von 5,3 Sekunden ist super träge und ist ein ziemlich schlechter Wert. Erkennbarkeit zu Wasser 7,1. Schlechter sind nur die Franzosen und die Russen. Ja, also Udaloy und Taschkent. Erkennbarkeit zu Luft 3 Kilometer. Und wenn ihr im Nebel steht, oder besser gesagt bei dem Zerstörer ja fahrt, 3,6 Kilometer. Und vergesst nicht, ihr fahrt mit 55 Knoten in einer Nebelwolke auf ein Schiff zu. Ja, und schmeißt dann eure Torpedos rein. Das ist extrem unterhaltsam. Kann man mal wirklich so sagen.
So schnell kann ein Schlachtschiff meistens gar nicht reagieren, die Türme zu drehen und Hydro einzuschalten. Ja, wie schnell ihr da seid, Torpedos abwerft und wieder abdreht. Ja, da muss man schon wirklich einen Kapitän dabei haben, der sehr, sehr doll aufpasst. Kommen wir zu den Ausrüstungen und Verbrauchsmaterialien. Also, fangen wir zuerst mit dem Verbrauchsmaterial an. Wir haben hier Chance Begrenzungsteam dabei, 5 Sekunden aktiv, Ladezeit 36,1 Sekunden. Das ist natürlich mit der 1000-Sasser Skillung und der 1000-Sasser Flagge. Ne? So kommen wir dann auf diese kurze Ladezeit. In Slot 2, dem Abluft-Nebelerzeuger, der 40,25 Sekunden aktiv ist, das ist natürlich durch die Flagge, die wir seit kurzem im Spiel haben, wo ihr die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers verlängern könnt, die auch auf euren italienischen Zerstörern eben arbeitet. Die Ladezeit sind 126,35 Sekunden. Jetzt erinnern wir uns, unser Torpedowerfer ist 120 Sekunden. Und genau deswegen habe ich die Torpedowerfer zum Beispiel nicht geskillt, weil ich mir sage, ich brauche sowieso den Abluft-Nebelerzeuger und eben auch den Motorboost, um die Torpedos richtig einsetzen zu können. Und deswegen muss ich hier nicht 90 Sekunden Torpedos dabei haben. Klar, es wird sicherlich irgendwann mal die Situation geben, wo man den Zerstörer mit den Torpedos so ein bisschen zusätzlich das Leben schwer machen möchte, wenn man in Close Combat kommt, also in Nahkampf. Aber in der Regel macht es am meisten Sinn, die Torpedos auf Schlachtschiffe oder träge Kreuzer oder so einzusetzen. Und da braucht ihr den Nebelerzeuger und den Motorboost sowieso. Und deswegen macht ihr keinen Angriff ohne. Es sei denn, ihr könnt Inseln als Deckung sehr gut ausnutzen. Von daher habe ich die Torpedos hier nicht geskillt und nur die Abluft-Nebelerzeuger und den Motorboost verbessert, um sie eben drunter zu kriegen auf diese 120 Sekunden wie den Torpedowerfer bei der Nachladezeit. Gut, das ist, wie gesagt, Abluft-Nebelerzeuger 5 Aufladungen und Motor-Notleistung auch 5 Aufladungen, 25% mehr Höchstgeschwindigkeit. Und auch da habe ich natürlich in Slot 2 hier die Motorboost-Modifikation 1 dazu gepackt und deswegen kommen wir auf 70 Sekunden Wirkungsdauer bei diesem Verbrauchsmaterial. Sonst sind es nur 50 Sekunden. Ja, also auch für den Hinterkopf, die Motorboost-Modifikation solltet ihr dazu backen, auch wenn die mit einem der nächsten Updates nochmal genervt wird. Ich glaube, runter auf 30% Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials, wenn ich mich recht entsinne. Ja, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Bei den Verbesserungen habe ich hier drin die Hauptbewaffnungsmodifikation 1, eben um Hauptbatterie und Torpedowerfer länger aktiv zu halten. Slot 2, die Motorboost-Modifikation, wie ich eben schon gesagt habe. Slot 3, Zielsystem-Modifikation. Die Streuung der Hauptbatteriegranaten wird um 7% reduziert und die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer sogar erhöht um 20%. In Slot 4, da haben wir natürlich die Antriebsmodifikation drin, weil ich das gerne habe, schneller anfahren zu können, um Torpedos zum Beispiel ausweichen zu können oder auch im Zerstörerkampf mal zu verzögern, mal anzufahren, so eine Sache ein bisschen schwerer zu machen für den. Dann haben wir die Tarnsystemmodifikation, Streuung der Gegnergranaten um 5% erhöht und eure Sichtbarkeit um 10% minimiert. Und in Slot 6, wie ich schon sagte, die Hauptbatteriemodifikation 3. Die Ladezeit eurer Hauptgeschütze wird um 12% reduziert. Dafür wird die Drehgeschwindigkeit der Hauptgeschütze auch reduziert. Also das ist ein negativer Wert. Ihr dauert länger, die Geschütze zu drehen. Und zwar um 13%. Dann geht es noch weiter. Und zwar bei den Signalen, die wir hier verbaut haben. Die blende ich euch gerade ein. In der ersten Reihe oben links. November Echo Set the 7 erhöht den Flakschaden. Muss man nicht dabei haben, kann man aber dabei haben, wenn man genug Signalflaggen davon hat. Dann habe ich mich für India X-Ray entschieden, um die Brandwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Dann Juliet Whiskey Una One, um die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Auch eine sehr, sehr nette Sache, wenn ihr dann den Wassereinbruch auf Schlachtschiffen forcieren könnt. Und als nächstes Signal die Victor Lima. Da gibt es auch nochmal Wassereinbruchswahrscheinlichkeit und auch nochmal mehr Brandwahrscheinlichkeit. In der zweiten Reihe gibt es der November Foxtrot, Ladezeit der Schiffsverbrauchsmaterialien reduziert. Sierra Mike, für mehr Höchstgeschwindigkeit müssen wir unbedingt pushen. Wir haben hier einen super Wert, also pushen wir den weiter nach oben. Und dann die Anti-Deto-Flagge Juliet Charlie, sollte auf keinem Zerstörer fehlen. Und dann haben wir in der dritten Reihe X-Ray, Papa, Una, One. Das ist eben die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers verlängert um 15%. Wenn ihr die Paolo Emilio eben freischaltet für 43.000 Forschungspunkte, dann bekommt ihr auch eine Typ 10 Tarnung dazu. Die Standardwerte Erkennbarkeit zu Wasser minus 3, Streuung der Gegnergranaten plus 4%, Schiffswartungskosten um 20% reduziert und EP je Gefecht gibt es auch nochmal 100% oben drauf. Kommen wir zum Kapitän und ich habe mich hier in der ersten Reihe für die präventiven Maßnahmen entschieden. Da gibt es aber ein paar Gründe für. Zerstörer sind natürlich immer ausfallgebeutelt. Ja? Viele Sachen fallen da leicht aus. Dazu kommt einfach, dass du auf
euch sofort geschossen wird, sobald ihr offen seid. Und als drittes kommt hier noch bei der Paolo Emilio dazu. Aufgrund der hohen Erkennbarkeit ist es eben so, dass ihr deutlich früher erkennbar seid, sogar, dass der gegnerische Zerstörer zuerst auf euch schießt. Ja, der schießt in der Regel, bevor ihr den gegnerischen Zerstörer aufgemacht habt. Ne? In dem Moment geht ihr natürlich dann auch auf, aber ihr habt den ersten Schuss und das ist das Entscheidende. Und dann kommt schon Reihe 2. Ich habe hier mit letzter Anstrengung drinne der Zwangsskill für jeden DD, ja, dass man da eben weiter manövrieren kann. Dann haben wir eben den Adrenalinrausch dabei. Aufgrund der Menge der Trefferpunkte und der langen Nachladezeit der Geschütze wirkt das hier ganz besonders doll. Wir haben hier den Elite-Schützen natürlich mit dabei, um gegen zu skillen, gegen die Verbesserung in Slot 6 und die Tausendsasser-Skillung, um den Nebel und den Motorboost und so weiter schneller wieder benutzen zu können. In der Reihe 3 habe ich aus dem ersten Grund, was ich heute schon gesagt habe, Experte der Lebensfähigkeit mit reingeskillt. Ihr seid weit erkennbar, werdet häufig beschossen, müsst also viele Trefferpunkte haben, ja, einfach weil ihr den Blicknachteil, also die Erkennbarkeitsnachteil deutlich habt und ihr habt halt eine langsame Hauptbewaffnung von der Nachladezeit, deswegen muss die Schießgrundausbildung hier mit rein, um überhaupt die 8,5 Sekunden zumindest erreichen zu können. In der letzten Reihe habe ich dann hier den Tarnungsmeister mit drin. Nun kommen wir zum Pro und Contra bei dem Dampfer. Ich habe mir hier folgende Sachen aufgeschrieben. Die SAP und HE Kombination ist sehr, sehr stark, weil ihr immer ein vernünftiges Mittel gegen die jeweiligen Schiffe habt, die ihr bekämpft. Und mit der SAP-Granate auch richtig Schaden in Schlachtschiffe zum Beispiel reinrammen könnt, in den richtigen Bereichen getroffen, wohlgemerkt. Dann als nächstes Pro die hohe Geschwindigkeit, ne? 45,7 Knoten bis hoch auf 55, habe ich glaube ich jetzt das dritte Mal erzählt, das macht einen richtig Laune, so der, ich sag mal, Ferrari zu Wasser oder Lamborghini, wie auch immer, was man bevorzugt. Die richtig große Anzahl an Trefferpunkten ist der nächste große Vorteil, ist aber auch notwendig bei diesem Dampfer. Genauso wie der Torpedoschaden. Man bekommt eine extrem hohe Belohnung, wenn man Risiken eingeht. Und man hat genug Pool, Trefferpunkte-Pool, um so ein Risiko mal eingehen zu können. Ja, wenn man nicht total viel Pech hat oder total vermasselt, dann kommt man mit der Paolo Emilio immer mit einem Leben davon eigentlich. Dann haben wir hier, wie gesagt, den starken Motorboost und die Nebel in Kombination. Das macht einfach ein besonders... Ja, ein Spezialzerstörer aus dem Teil. Sowas haben wir in dem Spiel aktuell noch nicht. Zumindest ist mir sowas aktuell nicht bekannt. Wollen wir es so ausdrücken. Dann gibt's natürlich auch Contra. Contra ist ganz klar, aufgrund der Stärke der Granaten muss ein langer Reload her. Ja, leider sind es 8,5 Sekunden im allerbesten Fall. Wenn man jetzt nicht komplett auf Gun Reload skillt, dann ist es sogar noch schlechter. Die verhältnismäßig langsame Turmdrehzeit ist ein Punkt. Die geringe Torpedoreichweite. Ja, manchmal wünscht man sich dann doch eben 7 Kilometer, ne? Weil man gerade den Nebel nicht parat hat als Beispiel und dann noch warten muss, weil man sich sonst in zu große Gefahr gibt und die Insel gerade nicht gut ausnutzen kann. Wieder mal ein Wert, was ich halt wirklich schade finde, ist die schlechte Flak. Die hätten so ruhig einen Ticken stärker machen können, auch wenn man hier den Nebel benutzen kann, um sich ein bisschen abzuschirmen. Aber das reicht halt einfach nicht aus, vor allen Dingen mit der geringen Reichweite von 4,6 Kilometer. Wendekreisradius, nächste Thema und die Wassererkennbarkeit. Sind alles beides noch eben ja, negative Punkte, die mir nicht so super gefallen. Am Ende ist die Mischung aus Pro und Contra aber ein wirklicher spezieller Zerstörer mit einem erfrischend anderen Spielstil. Ich persönlich bin auch nicht unbedingt total glücklich gewesen, wie ich die ganzen Daten immer so gehört habe. Ich habe sie nicht jedes Mal getestet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo ich mich damit nochmal intensiver beschäftigt habe, hat mir das Spielen mit dem Zerstörer erstaunlich viel Spaß gemacht, obwohl die Werte auf dem Blatt Papier teilweise recht uninteressant aussahen. Diejenigen, die 43.000 Forschungspunkte investieren wollen und eben diesen speziellen Spielstil mögen, die werden dafür auf jeden Fall vernünftig belohnt werden. Das ist meine Meinung und ich hoffe jetzt, euch mit der Schiffseinweisung hier einen guten Anhaltspunkt gegeben zu haben. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, weiterempfehlen. Folgt uns gerne auch auf anderen Kanälen, wie zum Beispiel bei unserem Twitch-Kanal, wo wir die Livestreams ausstrahlen. Oder auch auf unserer Facebook-Seite, wo wir geschriebene Artikel zu Nachrichten rund um World of Warships veröffentlichen. Und alles zusammen findet ihr bei uns auf dem Discord-Server. Also, bis dahin, euer Discord-Team und euer Andi. Ciao, ciao.